Vorhang auf für Alexandra Gogo. Gogo, ist erst mal richtig hin. Ich sammel die Punkte. Und wie? Halvahiga. Ja, man hört's vielleicht, gell? Ich komme ja aus dem Süden. Also nicht aus Italien, Leute, ja? Aus Karlsruhe. Ja, du, da hinten, ich kann genau sehen, was du denkst. Da auf deinem Kopf steht's geschrieben in Leuchtlettern. Ja? Alter Schalter, leck mich am Ärmel. Die Frau sieht ja aus wie eine Presswurst, das Kleid ist doch viel zu eng. Ja, das Kleid ist zu eng, aber das muss so sein. Das ist maßgeschneidert, Leute. Halt nicht für mich. Und jetzt erzähle ich euch noch, wie ich in das Ding reinkomme, in diese Robe. Ja? Auf dem Weihnachtsmarkt, da gibt's doch die Tannenbaumverpackungsmaschine. Ja. Also es gibt natürlich einen Grund, warum ich mich da in das Marienkäferkostümle da reingequetscht habe, ja? Also, ich will mit euch über das Glück schwätzen. Ja, das Glück ist ja immer da, heißt es, ja? Wie die Sonne. Das scheint immer, auch hinter der Wolke. Also bei mir ist es halt so neblig durch. Ich denke, ich lebe im Hochmoor. Na, ganz ehrlich, jetzt nur echt. Ja. Also, gut, so viel Sonne, das ist ja auch gar nicht gut für die Haut. Das sieht ja mit 50 aus wie so ein verrunzelter Eidechse. Ich sag dann immer, Wolken sind der Sonnenschutzfaktor für die Seele. Ist das schön, oder? Ah, ja, aber weißt du, dann gibt's halt die Tage, da geht ja alles schief zwischen Aufstehen und Hinlegen, gell? Kannst grad machen, was du willst, ja. Du läufst durch die Stadt und dann sind sie alle so glücklich da, dann laufen sie da rum und du denkst, oh, mach den Mund zu, ich kann nicht sehen, wie das Glück aus deiner geblitzten Zahnlücke rausstrahlt, oh. Dann guckst runter an dir und denkst, bei mir strahlt das Glück heute noch nicht mal aus meinem Allerwertesten. Und ich hätte Platz für 3 bis 4 Sonne. Das ist wie bei der Jennifer Lopez. Ja? Du hast so einen. Da strahlt das Glück ja nicht nur raus, da strahlt es auch rein. Wenn sie der eine Solaranlage ins Hösle reinschiebe, ja, dann kann die ganz Stuttgart mit Strom versorgen. Ja? Ich will sagen, bei der fließt's halt, ja? Und bei mir Bad Vibrations, du, ja? Also, ich bin total deutsch da, gell? Ich hindere mich da wieder meines erklärten Willens am Glücklichsein. Kennst du das? Du, ich hab Helfer. Weißt du, diese Stimme, diese innere Stimme, diese Bruttlerin, diese Fiese, die immer was findet, weißt du? Oh. Ich hab mich endlich entschlossen, glücklich zu sein. Sitz im Ringcafé in Karlsruhe, schön vor einer Schwarzwälder Kirschtorte. Ja. Da gucke ich mir die so an und denk, egal. Und gleich kommt sie von hinten angeschossen. Gleich, weißt du, so, Alexandra, is nur diese schöne Kuchen. Ist doch schon Platz in deinem Hintern für 3 bis 4 Sonnen. Kann doch eine 5. nicht schaden. Ich will in den Schönheitssalon gehen. Ich kenne sie ja mittlerweile, weißt du? Dann schleiche ich mich schon so raus, weißt du, aus der Tür so. Und kurz bevor die Tür zugeht, kommt sie gleich wieder so. Alexandra, was willst du machen, Schönheitssalon? Geh besser Hundesalon. Ist billiger und besserer, effektiver Ergebnis. Die ist so schrecklich, du. Ich fühle mich wie eine Dissidentin in meinem eigenen Körper. Auf der Rangliste für Meinungsfreiheit. Da stehe ich an Platz 182. Noch hinter China und Jemen. Was ich alles unternommen habe. Als erstes bin ich natürlich zum Psychologe gegangen. Der stand dann da, ja, Frau Gauger. Ja, für innere Stimme bin ich nicht zuständig.
Da müssen sie zur Kirche gehen. Die kennen sich damit aus. Ja? Jetzt muss ich Ihnen was sagen. Meine innere Stimme ist katholisch. Und ich bin badisch-evangelisch. Jetzt finden Sie mal so einen ökumenischen Exorzist. Das ist die pure Hölle, da, ehrlich. Und was hab ich versucht, mir die schon unter den Tisch zu saufen, da, ehrlich. Ja? Also viel Wodka kann ich gar nicht saufen. Ja? Da sagt mein Magen erst mal, ich stelle Antrag auf Ausreise. Aber ich kann sie nicht mehr hören, gell? Jetzt habe ich ja Gott sei Dank was gefunden, was sie wegbringt. Ja? Hymne. Eine Hymne, ich höre die, ich singe die Hymne. Der kollektive Ausdruck eines gemeinsamen Höhepunktes. Ein Swingerclub fürs Ohr. Und dann stelle ich mir immer vor, wenn es ganz schlimm ist, dann höre ich immer den Prinz. Hä? Und dann stelle ich mir vor, der Peter Maffay wird der Prinz singen. Hä? Gut, jetzt muss ich dazu sagen, der Peter Maffay ist jetzt natürlich nicht so ganz so groß wie ich. Gell? Bitte. Wieder stehe ich vor einer leckeren Pommes. Und ich weiß, die muss jetzt rein. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich diese Stimme. Ich höre immer nur von dir ein Nein. Du bist gemein, du störst in sein inneres Schwein. Ich bleib bei mir, geh endlich heim. Du störst in sein inneres Schwangen. Heute wird geschlachtet und dann dose ich dich ein. Kette sich.